Guten Tag. Heute ist der 1.12.2021. Ich bin theoretischer Physiker an der TU Wien. Ich möchte gleich betonen, dass alles das, was ich in der Folge sage, meine Privatmeinung ist und dass sich das nicht notwendigerweise mit dem offiziellen Standpunkt der TU Wien deckt. Warum erzähle ich etwas über Impfungen? Warum erzähle ich als Physiker etwas über Impfungen? Meine Beobachtung ist, dass sich viele Praktiker da draußen im Feld und viele Menschen, die sich impfen lassen, nicht im Klaren sind, was diese Impfungen sind, woraus sie bestehen, was sie bewirken könnten, wie ihre Wirkmechanismen sind. Und ich möchte da ein wenig zur Aufklärung beitragen. Und bei all diesen Fragen spielen materialwissenschaftliche, also physikalische Überlegungen eine wesentliche Rolle. Darum ist es manchmal ganz sinnvoll, auch einen Physiker da zu konsultieren, wenn über diese Wirkmechanismen gesprochen wird. Ich möchte vielleicht etwas kontrovers sagen. Ich habe von einem Epidemiologen, den ich sehr schätze, einmal zu diesen Impfungen gehört, keep it simple. Ja. Das halte ich manchmal für sinnvoll, etwas einfach zu halten, aber manchmal muss man wirklich genauer hineinschauen, um Dinge wirklich zu verstehen, ja, und sie beurteilen zu können und sich selber ein Bild machen zu können. Also in diesem Sinne möchte ich versuchen, es simpel wie möglich zu halten, aber so differenziert wie notwendig. Ja. Das wird hier mein Prinzip sein. Und um das durchzuführen, werde ich jetzt also die verschiedenen vorläufig zugelassenen Impfstoffe durchdiskutieren und Impfstoffkandidaten, die in der Zulassung sind, bei der European Medical Agency auch noch diskutieren. Noch einen Impfstoffkandidat von Sinovac, der vielleicht eher vom westeuropäischen Standpunkt exotisch erscheint, vom EMA-Zulassungsstandpunkt exotisch. Und um das zu bewerkstelligen, werde ich jetzt ein weißes Blatt Papier aktivieren. Und werde da was draufschreiben, ja, in einem cartoonartigen Stil. Also ich hoffe, dass Sie das sinnvoll finden, weil ich versuchen möchte, das Wesentliche herauszuarbeiten. Ja. Also, ich mache da Impftypen, Impfstofftypen. Der erste Typ wäre dieser bekannte mRNA-Impfstofftyp. Und Beispiele davon sind Pfizer, Moderna. Das zweite sind Vektorimpfstoffe. Da gibt es also als Beispiel Johnson & Johnson und AstraZeneca. Dann gibt es noch Totimpfstoffe. Die proteinbasiert sind. Also die nur Bestandteile von Viren enthalten. Da ist als prominentestes Beispiel Novavax zu erwähnen. Der Impfstoff von Novavax. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, das sind auch Totimpfstoffe. Aber das sind ganze Viren. Da sind zu erwähnen Valneva und Sinovac. Okay, das sind also die vier Impfstofftypen, die ich diskutieren möchte. Die Problematik ist, Impfstoffen wird das Immunsystem zu wenig trainiert,
wenn man nicht, und darum kommt da auch die Avantien dazu, wenn man nicht Verstärker hinzugibt. Also da sind Adjuvantien dabei. Wie ist überhaupt das Impfprinzip, soweit ich das verstehe, nicht? Der Körper wird mit einer abgetöteten oder Teilen von einer abgetöteten Virus oder Bakterium konfrontiert, in dem Fall ein Virus konfrontiert, erkennt dieses Virus, baut Abwehrkräfte auf, ja, und erkennt dann, wenn dann ein aktives Virus eindringt in ihn, wenn das Virus versucht, also wenn diese Viren versuchen, den Körper zu befallen, erkennt diese Viren sofort und vernichtet sie. Das ist das Impfprinzip. Ja? Und jetzt werden wir mal schauen, wie die verschiedenen Impfkategorien das bewerkstelligen. Ja? Also zuerst einmal haben wir jetzt Art 1, haben wir die mRNA-Typ-Impfstoffe. Die bestehen im Wesentlichen aus mRNA. Bestandteilen, die umgeben sind von einer Fettschicht, von Lipidschichten. Und diese Lipide, also das ist meistens, soweit ich das verstanden habe, ist das eine Doppellipidschicht, aber ich zeichne sie da nur so ein, ja, als Kringeln, nicht? Die umhüllen die mRNA und schützen die mRNA davor, dass sie im Blut sofort abgebaut wird. Stabilisieren sie und vor allen Dingen bewirken sie auch, dass sie in körpereigene Zellen eindringen. Diese körpereigenen Zellen haben an der Außenseite selbst Doppellipidschicht, soweit ich das verstehe, nicht? Und diese Lipidschicht, die die mRNA umgibt, die bewirkt, wie genau, weiß ich nicht, möchte ich auch nicht erwähnen, weiß wahrscheinlich niemand so genau, aber die bewirkt jedenfalls, dass diese mRNA dann in der Folge in diese Körperviren, in diese Körperzellen eindringt, in diese Körperzellen eindringt und über die zellulären über zelluläre Prozesse eben dann Proteine aufgebaut werden, in dem Fall Spike-Proteine, die dann an die Außen, an die Oberfläche dieser Zellen wandert und dem Immunsystem präsentiert werden. Also das sind diese körpereigenen Zellen, ja, die wandern da raus und werden vom Immunsystem erkannt und vernichtet und soweit ich verstehe, werden auch die körpereigenen Zellen vernichtet. Ja? Jetzt ist die Behauptung, soweit ich das auch verstehe, dass die Vernichtung der körpereigenen Zellen unproblematisch ist, weil das also geringen Umfang enthält, geringen Umfang passiert, dass man da also keine Angst haben muss. Das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme ist, dass die Spikes in der Konzentration, wie sie den Körper präsentiert werden, über diese mRNA-Impfstoffe wenig Probleme machen mit zum Beispiel mit Blutgerinnung und so weiter, weil es nicht so viele sind, ist ja keine Kettenreaktion wie bei einem normalen Virus. Das sind also die beiden Behauptungen. Die andere Behauptung ist, dass diese Nanopartikel, das sind ganz speziell entwickelte Nanopartikel da hier in der Hülle, die die mRNA schützt, völlig harmlos ist und dann irgendwie abgebaut wird oder ausgeschieden wird. Ja, das sind die Behauptungen und die Annahmen, von denen man ausgeht. Ja, hier braucht man kein Adjuvans, also keine Wirkverstärkung.
keine Wirkverstärker. Aber man hat etwas, was man, da muss ich jetzt nachschauen, wie das heißt. Da muss man einmal nachschauen, wie das heißt. Das heißt Polyethylenglykol. Ja? Man hat Stabilisierer da drinnen. Stabilisatoren. Stabilisatoren. Und der verwendete Stabilisator im Pfizer und moderner Impfstoff heißt Polyethylenglykol. Polyethylenglykol. Ja, das ist also auch drinnen. Ja, und in diesen Impfstoff, der wird auch hineingespritzt in den Körper. Also das Polyethylenglykol. Und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass hier, dass bei diesen mRNA-Impfstoffen diese Lipide da hier als Nanopartikeln bezeichnet werden. Ja? Nano ist ein Überbegriff, ja? Heißt klein. Ein Nanometer sind 10 hoch minus 9 Meter, sind also sehr kleine Teilchen. Das sind da die Nanopartikel. Wir werden Nanopartikel noch in zwei anderen Formen kennenlernen. Die erfüllen aber dort ganz andere Funktionen und sind auch ganz anders aufgebaut. Ja? Das ist also der erste Kandidat, ja? Der bei uns am prominentesten aufscheint. Der zweite Kandidat, das sind Vektorimpfstoffe. Vielleicht nur kurz erwähnen, das sind Viren, sozusagen, die eindringen in die Zelle und die haben eine veränderte RNA, die den Spike produziert. Ja? Die den Spike dann produziert, nachdem sie eingedrungen ist. Ja? Das sind selber hier, also diese Viren, diese veränderten Viren, sind selber eben Viren und die befallen dann die Zelle. Und sie bewirken, dass in kontrollierter Weise diese körpereigenen Zellen wieder dann Spike produzieren und präsentieren und dann eben entsprechend diese Spikes das Immunsystem trainieren und das Immunsystem vermutlich auch die Zellen vernichten. Auch da wieder die Behauptung, dass sowohl die Spike-Produktion, die entstehenden Spikes, als auch die Vernichtung sowohl der Zellen als auch der Spikes kein Problem darstellt für den Körper. Kein wesentliches Problem für den Körper darstellt. So, jetzt kommen wir zur dritten Gruppe, die mich sehr interessiert. Das sind proteinbasierte Totimpfstoffe. Proteinbasierte Totimpfstoffe. So wie zum Beispiel Novavax, der hoffentlich bald zugelassen wird. Steht es als eine Alternative, da ist eine andere Impfstoffgruppe. Da haben wir die Situation, dass die Spikes in diesem Impfstoff angeordnet sind, in einem sogenannten Nanopartikel. Wie schaut das Nanopartikel aus? Das besteht aus so einer Art Blumengeflecht, ja? aus einer Kugel von Spikes. Ich zeichne das nur so zweidimensional auf. Und wie entsteht dieses Blumengesteck? Ja? Das entsteht daraus, dass man so eine Art Matrix hat, so wie man halt Blumen in einen, zum Beispiel einen Adventkalender hineinsteckt oder in ein anderes Blumengesteck, ja, kann man machen in einer Floristenhandlung kaufen. Und da muss ich jetzt auch noch schauen, wie die chemische Substanz heißt, die das ermöglicht. Das heißt Polysorbat 80. Also das ist auch drinnen in dem Impfstoff, ja, Polysorbat 80. Das dient sozusagen als Gerüst oder Matrix
für diese Spike-Proteine. Das Polysorbat 80 hat die Eigenschaft, dass es sozusagen so kugelartig entsteht und wo dann die Spikes sich hineinfügen in diese, in dieses Gerüst, sodass die dann so stecken bleiben, wie ich gerade hier aufgezeichnet habe, nicht? Aber das Problem hier, anders als bei mRNA-Impfstoffen, ist, dass das unter Umständen alleine nicht reicht. Ja? Nicht reicht, würde ich jetzt einmal sagen, für die EMA-Zulassung, ja? Oder für den Impfschutz. Ja? Und deshalb sind da Adjuvantien drinnen. Also da ist einerseits das drinnen, A, dann ist das Polysorbat drinnen, B und C sind die Adjuvantien. Und sozusagen das wird von den Impfstoffherstellern als Nanopartikel bezeichnet. Dieser Compound, ja, an Spike-Proteinen, das ist also ein ganz anderes Nanopartikel als das, was wir bei der mRNA-Impfung hatten. Ja. Und die Adjuvantien, das werden auch als Nanopartikel bezeichnet. Nanopartikel, das nennen die an, muss ich jetzt nachschauen, wie das heißt, dieses Adjuvans. Ja, also diese Adjuvans heißt Complex of Cholesterol und Phospholipid sowie Saponide. Ja, Saponins. Also das sind Complex of Saponins. Das ist der aktive Teil von diesen Adjuvans, also wir von diesem Wirkverstärker. Dann Cholesterol und Phospholipid. Cholesterol und Phospholipid. Phospholipid. Ja. Also da hat man eben drei Dinge drinnen in diesem Totimpfstoff von Novavax. Das eine und zwei Nanopartikel. Ja. Nanopartikel Nummer 1, das ist das A. Das ist dieser, der besteht aus diesen Konglomeraten von Spikes, ja, von Spike-Proteinen, die via Blumengesteck angeordnet sind. Und das andere sind die Adjuvantien, die im Wesentlichen ein Saponin, das ist ein Teil, also, das ist ein Rindenextrakt von einer Pflanze aus Chile, dann Cholesterol und Phospholipiden besteht. So, und jetzt kommen wir zum vierten Typ. Das sind ganz virale, also ganze Viren, die abgetötet sind. Die abgetötet werden. Ja, ja, dazu ist eigentlich zu sagen, ja, zu der Abtötung von Viren, das ist eine herkömmliche Methode, nicht? Wie tötet man die ab? Muss ich jetzt auch nachschauen. Bei Valneva heißt das da, dass also der Impfstoff ist Verocell-based und ja, dass das, muss ich schauen. Ja, das ist also eine chemische Inaktivierung, die auch bei Grippe, die auch für Grippeimpfungen zum Beispiel verwendet wird. Also chemische Inaktivierung. Und da ist aber auch ein Adjuvans notwendig. Und dieses Adjuvans, das ist
Genau, ja, die chemische Aktivierung, Inaktivierung erfolgt mit Formaldehyd, soweit ich das verstehe, und oder anderen chemischen Substanzen. Und ja, und das Adjuvans sind Aluminiumsalze, wie schon in vielen anderen Impfstoffen drinnen, Aluminiumsalze. Aber auch, das ist das eine Adjuvant, Gruppe im Valneva, und die andere Adjuvanzgruppe sind CPG 1018. Das ist eine Substanz, die heißt CPG 1018. Und diese andere Gruppe, CBG, das ist also ein Adjuvans, CPG 1018. CPG 1018, die enthält bakterielle RNA, ist ein Nanopartikel. Ja, also wir haben jetzt Folgendes kennengelernt. Wir haben Nanopartikel kennengelernt bei mRNA-Impfstoffen. Da werden sie zur Einbringung und zum Schutz der mRNA verwendet und zum Einbringen in den körpereigenen Zellen, wo dann die Spikes produziert werden. Wir haben kennengelernt Nanopartikel bei proteinbasierten Totimpfstoffen. Da haben wir sogar zwei Typen kennengelernt, nämlich die Spike-Proteine selber, die so angeordnet sind wie ein Blumenbouquet. Und im Adjuvans, was ein Komplex von Saponinen, Cholesterol und Phospholipiden sind. Und dann haben wir eine dritte Gruppe von Adjuvantien, das sind bakterielle RNA, das sind auch Nanopartikel. Ja? Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass diese dritte Gruppe hier, dass es da sogar vom Typ her sehr ähnliche Grippeviren gibt. Also wenn Sie zum Beispiel eine Hühnereiweißallergie haben, dann können Sie sich heute Grippe, vorbeugenden Grippeimpfstoffen impfen lassen, die genau dieses ähnliches Prinzip haben, ja? Wo also auch Polysorbat 80 drinnen ist, wo man nur Bestandteile der Grippeviren, also Proteinbestandteile der Grippeviren impft, und wo man auch soweit, ja, ob die jetzt das Adjuvans enthalten, das weiß ich nicht. Ja? Aber die enthalten zumindest Polysorbat 80 und sind proteinbasierte Impfstoffe. Aber die meisten heute verwendeten Grippeimpfstoffe verwenden Adjuvantien, herkömmliche Adjuvantien. Ich glaube, das sind eben Aluminiumsalze, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und die verwenden eben eine chemische Inaktivierung des Gesamtvirus. Und sozusagen außer Konkurrenz darf ich noch sozusagen einen anderen Impfstoff erwähnen. Das ist der Impfstoff CoronaVac von Sinovac BioNTech. Von Sinovac. Das ist, glaube ich, ein Impfstoff, der in China entwickelt wurde. Und der ist ein Ganzkörper, also ganz Virusimpfstoff, der ganz herkömmlich mit Formaldehyd deaktiviert wurde, deaktiviert, ja, also tot gemacht wurde. Das ist ein Totimpfstoff, und wo als Adjuvans Aluminiumsalze verwendet werden. Und sonst nicht, soweit ich das verstehe. Aber die haben eben das Problem, dass sie unter Umständen nicht diese hohe Wirksamkeit zeigen, die anderen Wirkstoffkategorien, die ich bis jetzt diskutiert habe, zeigt. Ja, aber vielleicht sind die auch sehr gut for all practical purposes. Also für die Einreise nach Österreich oder Einreise in die USA reicht es,
um mit CoronaVac geimpft, zweimal geimpft zu sein, um als geimpft zu gelten, soweit ich das verstehe. Das hat auch die WHO, hat diesen Impfstoff zugelassen. Ja, also damit möchte ich enden. Danke, dass Sie mir bis dahin gefolgt sind und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.